Frohe Ostern, hieß es am Ostersonntag in Kampen. Jede Menge Osterhasen waren in der Whiskymeile unterwegs und verteilten dort fleißig Löffel und Eier, denn pünktlich um 14 Uhr fiel der Startschuss zum diesjährigen Ostereierlauf für Kinder. Die Kampener Gastronomen steigen dabei traditionell in ihre Hasenkostüme und spendieren allerlei Süßigkeiten. Mit Ei und Löffel ging es für die Kids auf die Rennstrecke, die gesäumt war von vielen Zuschauern. Im Ziel warteten dann die süßen Osterüberraschungen auf die kleinen Läufer.